Why go on? When you give everything and face that which torments you, only to find that it is worse than you could have imagined. Why go on? Is it really so weak to ask this? Or are we just so afraid of the honest answer that we do not dare pose the question? Sometimes the answer lies in a memory, a feeling, a song. Gehen mir gerade so viele Gedanken durch den Kopf, was es alles sein könnte. Ist völlig zerstört. Danke Octavius fürs Folgen und herzlich willkommen im Kanal, in unserem Vogelnest. Before she first met him, she was not in a good place. Just a teenager, but not like the others. Barely functioning, she rarely left the house. Her father Zinbal made sure of that. Only occasionally did she venture out on her own, collecting firewood and herbs. Errands out in the Orkney Plains. That was her world. Like this one. Barren and lonely. Where are you going? Boah, es geht gerade so viel durch meinen Kopf, was das alles sein könnte, was ihre Hintergrundgeschichte ist jetzt mit dem Vater.
Ich habe mir sowas fast gedacht. Da ist Dillian wieder. Nee, da will ich noch nicht runter. Ich will noch gucken, was da unten war. Grandioser Soundtrack, auch toll eingesetzt, super zurückhaltend, immer mal wieder eins von diesen Songs. Richtig, richtig gut gemacht. Ja, super. Ich habe doch gedacht, dass ich hier noch was verpasse. Senua, there will be times that you will feel alone and exhausted. Like a strange little fish swimming against the tides of the big ocean. But have the faith to let go and let the tide carry you away. Because the whole ocean is your home, and it does not ask you to swim against it. Gut, dass wir hier noch runtergegangen sind. Ich habe fast gedacht, dass ich hier was übersehen habe. Ich habe so das Gefühl, dass dieses Spiel mich genauso zurücklassen wird wie damals The Vanishing of Ethan Carter. Mit tausenden Gedanken, wie man das alles deuten kann. Hoch, da ist wieder ein Tor. Ich gehe als erstes mal nach da oben, um die Runen zu sehen. Gar keine Runen dran. What? Okay, ich kann die Runen nicht sehen. Das ist interessant. Da muss ich doch wohl erstmal da unten lang. Ja, ich habe mir auch schon gedacht, dass sie vielleicht gar nicht aus der damaligen Zeit stammt, sondern aus dem Heute. Dass es so eine Geschichte ist, die sie sich ausdenkt.
Aber, achso, ich dachte gerade, das Boot da hinten fährt. Aber das glaube ich noch nicht so richtig. The Northmen tell of a great hero. His name is Sigmund. His father's hall was built around a great tree. And one day, Odin comes and thrusts a sword into the tree, a gift to whomever can release it. Many try, but the sword only comes out at Sigmund's touch. His brother-in-law, King Siggeir, wants it, but Sigmund refuses him. So King Siggeir plots revenge. He invites Sigmund and his brothers to a feast, but when they arrive, they are met with an army, not a warm welcome. King Siggeir captures Sigmund and his brothers, steals his coveted sword, and readies them for execution. Guckt mal übrigens auf den Rand außen herum. Da fehlen nicht mehr viele Runen und alles ist rot. Ich glaube, wir müssen die restlichen Runen noch finden. Ich glaube, wir haben auch ein paar verpasst. Wobei wir schon ziemlich gut geguckt haben eigentlich. Tatsächlich, dass wir hier wirklich kurz vorm Ende sind. Vielleicht noch eine Stunde Spielzeit oder so. Was ist das denn da? Sieht super verdächtig aus, aber es ist tatsächlich nichts. Interessant. Noch eine Rune, glaube ich. Ja. Bin ich gespannt, ob da rechts unten die Rune I oder wie auch immer die ausgesprochen wird, jetzt verschwindet, wenn ich draufklicke. Death for Sigmund and his brothers seems certain. But the king's wife is Sigmund's sister. And she begs for mercy and implores the king to chain them up instead. He agrees. Not for mercy, though, but because he plans an even more cruel and lingering death. Isa, danke, Paul. Chained to a tree in the forest that night, a she-wolf comes and devours one of Sigmund's brothers. She returns, ravenous, night after night, until only Sigmund is left. The next day, Sigmund's sister sends a servant with honey to smear on Sigmund's face. But to what end? Well, that night, when the she-wolf appears again, you'll never guess what happens. Na, was geschah denn? Sie hat ihm das Gesicht abgeleckt, oder was? Von da sind wir gekommen. Ja, die Wellen sind wirklich krass, finde ich auch. Schon enorm gut aus. Ich gehe erstmal hier unten lang. Haben wir die schon gesehen? Nee, oder? Nee, tatsächlich nicht. As the she-wolf licks the sweet honey from Sigmund's face, he bites the wolf's tongue. The she-wolf pulls away, but Sigmund holds on. The chains break, and he is free. After his escape, Sigmund lives like us, hidden in the forest. His enemy, King Siggeir, believing him dead, as his sister plots revenge. And for vengeance to succeed, even the great Sigmund needs help. So she sends her sons to him. But their blood is weak and corrupted, and they're put to death by Sigmund. So his sister hatches a new plan, one that is cold of heart and pure of blood.
Da hinten kämpft er immer noch unter dem Baum. Ich hoffe, das tut er auch noch, wenn wir da sind. Watching from afar, she mimicked him, perfecting her own secret dance, wishing those fleeting moments of light would stretch out to last forever. Sie wollte eine Kriegerin sein, auf jeden Fall, und ihr Vater hat wahrscheinlich ihr die ganze Zeit gesagt, dass sie es nicht ist. Sigmund's sister trades shapes with a sorceress, and in disguise, she lies with her own brother. She gives birth to a son named Sinfjotli. After a time, she sends him to the forest to Sigmund. He tests the boy and finds him strong and fearless, and so they go to take their vengeance on King Siggeir. But luck is not on their side. They're captured. And Siggeir has them buried alive. Wir wandeln die Runen von Rot zu Weiß, nicht andersherum, sehe ich gerade. Da fehlen also noch eine Menge. Entweder haben wir echt viele übersehen oder das Spiel ist noch ganz schön lang. Und wir haben noch nicht mal die Hälfte. What? You're deluded. Where are you going? Where is she going? What is she following? What is she following? You can't even fight. It's just deception. How does he so effortlessly court the world and bliss? If only she could do the same. See the world through eyes anew. And dance with it. Just like he does. Also ich habe schon so meine Vermutung, wie das alles zusammenhängt. Yggdrasil? Sieht zumindest so aus. So ein bisschen. What's your name? Senua. I haven't seen you before. I'm not... I don't leave home much. Oh. Zeno's daughter. I have to go. Wait. Who taught you to fight like that? No one. No one? Well, I watched you, and... You learned all of that from watching me? You should become a warrior, you know. Me? I'm Dilly. I'm here for the warrior trials. Just come and watch. And bring your sword. Ich glaube auch nicht, dass sie viel älter als Krische. You can't put it into words. That moment when you look into the eyes of the one who is supposed to reassure you, make you feel safe. It only takes an instant. Fear swallows you before you have a chance to make sense of it. And darkness becomes a part of who
who you are. But her world changed the day the Northman took him from her. Senua knows that there's no going back to how things were. That there's nothing to go back to at all. Stay still, stay quiet, hide, and don't tell her. Their gods can see into your mind. They will use this power to destroy you. They won't stop me. I can still feel him. Whatever's left of him, they will never let him go. I'm not gonna let him rot here! You're the one rotting here. Leave me alone. You will die here. No! And all your suffering will have been for nothing! Shut up! Das sah so aus, als wenn das... Krass. Das ist tatsächlich keine Rune. Aber das ist eine Rune, oder? Auch nicht. Interessant. Konnte ich da oben hochgehen? Es sah so aus, als wäre der Weg versperrt. Ich komme da tatsächlich nicht hin von hier aus. Ich muss einmal drumherum um den Baum. Hier ist wieder eine Rune. As Sigmund and Sinfjotli are being buried alive, Sigmund's sister throws an armful of straw into the grave mound. Hidden in the straw is Sigmund's sword, the gift of Odin. They cut their way out of the grave mound and set fire to Sigir's hall. The king burns to death. Sigmund calls to his sister to come out so that she may live and be honored. She does come out. But only to tell him the truth. But she had slept with him, her brother, to beget a strong avenger. I am not fit to live, she says, and walks back into the fire. Strike vengeance from your heart, Senua, as there is always a heavy price to pay. Interessant, Paul. Unmask fear, seek Hela's truth in mirror, gods betray us. Krass. Das steht da außen drumherum. Diese ganzen Runen hier sind weg. Das sind doch alles Runen. Sieht zumindest so aus. Aber vielleicht muss ich erst in den Baum, um die irgendwie zu aktivieren oder so. Sieht auf jeden Fall so aus, wenn wir so einen Kreis sehen, als hätten wir zwei von diesen Runen übersehen auf unserer Reise. Rechts das S und dieses N. Denn jetzt unten ist das R wieder dran. Also wir haben wahrscheinlich zwei Runen übersehen. Das ist natürlich total schade. And here is the end of Sigmund's story. He was a fierce and great warrior who fought many battles. But one day an old man came onto the battlefield
Although shadowed by a hood, Sigmund saw that he only had one eye. Odin. The man raised his spear, and Sigmund struck at it with his sword, but the sword shattered into pieces. Sigmund then knew that this was Odin, and thus that victory could not be his. He bowed his head and accepted his end. Dying, he tells his wife that she is with child, and that her son will one day make a great weapon out of the fragments of his sword. The sword named Gram. Da konnte ich auf jeden Fall gerade hochgehen. Und das mache ich auch jetzt, denn da drüben ist wieder so eine Rune, die ich noch nicht sehen kann. Oder was auch immer diese Steine außenrum hier sind. Das ist wahrscheinlich immer noch der Ort, wo ich hin muss. Jetzt bin ich gespannt.